Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wahrscheinlich das most random Favoritenvideo überhaupt, was ich jemals gefilmt habe. Es sind hauptsächlich so Lifestyle-Produkte, aber auch wirklich aus allen Kategorien. Ich war wirklich im Überlegen, ob ich dieses Video filme, aber ich glaube, von all meinen Favoritenvideos ist es wahrscheinlich das authentischste. Ja, und ich dachte mir, ich filme das jetzt einfach mal und entweder ihr guckt es oder ihr guckt es nicht. Also los geht's. Ich mache es einfach mal in der Reihenfolge, indem ich das hier vor mir liegen habe. Und ja, fangen wir an mit meinen KitchenAid Nudelaufsätzen. Die habe ich zu Weihnachten gekriegt, den von meinem Freund. Das ist der KitchenAid Nudelaufsatz für Nudelplatten. Der hat 8 Stufen von 1 bis 8. Da kann man Platten mit ausrollen, um dann da Raviolis draus zu machen, Bandnudeln daraus zu schneiden. Wir haben gestern Lasagne damit gemacht. Ja, dafür habe ich diesen Nudelaufroller. Und von meiner Oma habe ich diesen Aufsatz gekriegt. Der ist für Röhrennudeln und für Röhrennudeln und Spaghettis. Ich habe hier zum Beispiel auch Fusillis, große Macaroni, kleine Macaroni, Bucatini, glaube ich, Spaghetti und ja, es sind insgesamt 6 Aufsätze und die nimmt man, das ist der Deckel, hier sind die Aufsätze drin. Hier oben packt man den Teig rein und der wird dann hier unten durch diese Form durchgequetscht und dann schneidet man das mit diesem kleinen Messer ab und dann hat man leckere, frische Nudeln. Also wie gesagt, die Aufsätze habe ich zu Weihnachten gekriegt und seitdem kaufen wir auch keine Nudeln mehr. Wir stellen die alle selber her und schmeckt viel besser. Ist sauschnell gemacht, die brauchen auch nur noch ein paar Sekunden dann im Wasser und sie sind total lecker und was anderes als immer diese gekauften Trockennudeln. Mein nächster Favorit ist auch ein Weihnachtsgeschenk und zwar von Mark Forster seine neue Platte bzw. seine neue CD, aber die habe ich als Platte und zwar Liebe. Wir sind zurzeit dabei, unsere Plattensammlung ein bisschen zu erweitern und da war ich sehr glücklich, dass ich diese Platte bekommen habe, weil ich Mark Forster sehr, sehr gerne mag und habe ich diesen Monat sehr, sehr gerne gehört. Der nächste Favorit ist mein Bullet Journal. Ich habe auch wieder ein Bullet Journal Video dieses Jahr gemacht, obwohl ich keins machen wollte. Das verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Ja, ich bin dieses Jahr richtig ins Bullet Journaling eingestiegen. Es ist noch das alte von letztem Jahr, aber ich habe dort drin weitergemacht, mir auch einen privaten Teil eingerichtet, statt nur dem YouTube-Teil. Und ich nutze es wirklich tagtäglich und ja, ich liebe es und ich denke mal nächstes Jahr werde ich mich dann mal richtig an ein eigenes kleines Bullet Journal Konzept ranmachen, um beides miteinander zu vermixen, den YouTube-Teil und den privaten Teil. Dann habe ich tatsächlich einen Make-up-Favoriten und zwar diese hier, beziehungsweise ein Produkt ist das. Das ist von MAC, die Stroke Cream und da habe ich im Sommer 2 Proben von gekriegt und benutze sie seitdem jedes Mal, wenn ich mich schminke. Gut, ich schminke mich nicht allzu häufig, wahrscheinlich so ein, maximal 2-mal die Woche und da liebe ich das als Primer und das ist die Probe in Pink Light. Wenn ich es mir nachkaufe, was ich vorhabe, weiß ich nicht, ob ich Pink Light nehme oder eventuell eine andere Farbe. Muss ich mich noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen, mal anschauen. Aber ich mag es wirklich sehr gerne, gerade jetzt im Winter, wo die Haut immer so ein bisschen trocken und leblos aussieht, finde ich das ein sehr, sehr schönes Produkt. Der nächste Favorit ist ein Produkt, was ich euch jetzt hier gerade nicht so zeigen möchte, weil ich sonst irgendwas darin kaputt mache. Aber ich zeige euch jetzt mal einen Clip davon. Und zwar, das hier ist mein Gewächshaus von Elo. Und hier ziehe ich zurzeit meine Pflanzen vor, die demnächst auf meine Terrasse oder in den Garten von meinem Vater kommen, weil dort gibt es demnächst ein Gewächshaus. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und hier ziehe ich gerade Chilis, also hauptsächlich Chilis und Paprikas vor. Habe hier aber auch Physalis und Tomatillos und solche Dinge drin. Ja, falls euch dazu genaue Sachen interessieren, die ich dieses hier anpflanze bzw. vorhabe anzupflanzen, dann kann ich dort auch nochmal ein extra Video für machen.
je nachdem, ob es euch interessiert oder nicht. Also wenn es euch interessiert, sagt mir Bescheid, dann mache ich das gerne. Dann ein Favorit, der auch in das Thema passt, und zwar das Magazin Food und Farben. Das ist jetzt schon mein zweites. Ich mag es sehr, sehr gerne. Hier sind sehr interessante Berichte drin. Unter anderem, warum Bioprodukte im Supermarkt immer eingeschweißt sind. Und ja, viele Themen, die mich immer sehr interessieren. Und auch ein paar Tipps über das Anbauen und auch immer sehr, sehr leckere Rezepte. Also falls ihr euch so ein bisschen für Eigenanbau von Obst und Gemüse interessiert und auch um nachhaltige bzw. regionale Produkte und Verarbeitung und solche Themen, dann solltet ihr euch das mal angucken, weil es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Mein nächster Favorit sind diese kleinen Dinger hier. Das sind Blutorangen und ich versuche mir jeden Tag einen kleinen Orangensaft daraus zu pressen. Meistens morgens oder mittags. Ich versuche so ein bisschen, mich ein bisschen gesünder zu ernähren, beziehungsweise auch darauf zu achten, genug Vitamine zu mir zu nehmen. Und da dachte ich mir, dass das vielleicht ein ganz netter Weg ist und die meisten Säfte sind ja meistens nur noch aus Zucker und allem und deswegen presse ich den lieber selber aus diesen kleinen Dingern und ja, schmeckt mir sehr, sehr gut. Und der letzte Favorit ist die Kombination aus diesen beiden hier. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, liebe ich von Aesop den Resurrection Aromatic Handbalm. Ich glaube, ich habe dieses Produkt schon so oft auf meinem Kanal hier gezeigt, das solltet ihr mittlerweile alle kennen. Das ist meine geliebte Handcreme von Aesop. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile die fünfte Tube. Ich habe hier noch eine kleine, die ist immer in meiner Handtasche. Die hier ist auf meinem Nachtschrank. Und der eigentliche Favorit, über den ich euch... Ja, da war mein Akku leider leer, so jetzt nochmal ganz, ganz schnell. Er blinkt nämlich schon wieder. Ich habe ganz, ganz schnell kurz aufgeladen. Also der eigentliche Favorit, von dem ich gerade erzählen wollte, ist nämlich die passende Handseife, die ich netterweise von meinem Freund zum Jahrestag bekommen habe. Und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne und sie riecht unglaublich gut. Man hat hier auch nicht das Gefühl, dass die Hände davon austrocknen. Und zusammen mit der Handcreme ist das wahrscheinlich die beste Lösung für raue Winterhände. Ich kann die Seife nur empfehlen und ja, sie riecht so toll. So, das waren dann wohl das most random Favoritenvideo, das ich jemals hier auf meinem Kanal gefilmt habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche mit einem Bösner und Gersteckerhaul wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.